Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu der Sky und den Unreal Engine 4 Tutorials, die ich für euch mache. Heute geht's um das Plugin Passflow, das hat sich jemand von euch gewünscht, das gibt's momentan kostenlos für diesen Monat und deswegen holt's euch schnell, bevor es weg ist. Ist nämlich ein super Plugin, ich hab's damals gekauft, aber es hat sich gelohnt, es ist ein super Plugin, was dafür sorgt, dass zum Beispiel Flugzeuge und irgendwelche anderen Gegenstände einen gewissen Pass im Prinzip, also einen Pfad, den ihr vorgebt, im Prinzip, ja, folgen. Und das hat sich jemand von euch gewünscht. Wenn ihr weitere Ideen für Tutorials habt, schreibt es einfach gerne unten in die Kommentare. Ich habe schon mal sowas gehört wie Charaktere und ein Servermenü mit Steam und sowas verbinden. Das geht voll klar. Da steht auch noch auf meiner Liste drauf. Wenn ihr weitere Ideen habt, einfach unten reinschreiben. Ihr installiert euch das Ganze im Epic Games Launcher. Also ihr kauft das Ganze oder tut das Ganze jetzt kostenlos holen. Dann werdet ihr im Prinzip das hier, wenn ihr unter Plugins hier oben bei Settings geht, unter Plugins das hier finden, wenn ihr es in eurer Engine installiert habt. Und dann habt ihr hier das Plugin Passflow. Und da klickt ihr hier auf Enabled. Dann sagt der, okay, ihr müsst den Editor neu starten, das macht ihr dann, das kennt ihr ja vermutlich schon. Und dann werden wir uns jetzt um den Content-Browser kümmern. Denn ich werde jetzt hier einen kleinen Chat-Effekt machen, sprich, dass hier so ein kleiner Mini-Chat so vlatsch hier rüberzieht und einen coolen Soundeffekt noch dazu gibt. Gut, das funktioniert natürlich nur mit einem coolen Soundeffekt, den ihr davor haben müsst und mit einem 3D-Objekt von einem Chat. Ich habe leider kein 3D-Objekt vom Chat, aber wir haben hier unseren wunderschönen Cube und wenn ich mir so richtig angucke, dann sieht der fast schon so aus wie ein Chat und deswegen nehmen wir den. Wir klicken oben auf Content-Browser. Und hier ist mein schöner Chat-Effekt. Aber das brauchen wir alles nicht. Ihr braucht nur dieses Plugin und irgendein Objekt, was ihr bewegen wollt. Also geht ihr rechtsklick in den Browser, sagt Blueprint Class und erstellt einen neuen Actor. So, das nennen wir jetzt einfach mal Follower. Also ich sag mal Mesh Follower, weil das soll unser 3D-Objekt sein, beziehungsweise unser Blueprint, was diesem Pfad folgen soll. Also nenne ich das hier Mesh Follower. Jetzt erstelle ich ein neues Blueprint und nenne das hier, also wieder Actor, Mesh-Pass, weil das hier unser Weg sein soll. Das machen wir dann genau wie mit Spline-Pass und das öffnen wir jetzt einfach mal und dann werden wir uns darum kümmern. So, jetzt haben wir das hier geöffnet. Das hier ist unser Mesh-Pass, also im Prinzip dieses Blueprint, was den Pfad vorgeben soll, mit dem wir den Pfad zeichnen können. Dann gehen wir hier oben links auf Add Component und geben einen Pass. Und jetzt haben wir hier schon den PF-Pass-Follower, das ist nachher für unser 3D-Objekt und hier unseren PF-Pass. Ich wähle hier oben den PF-Pass aus. Wir klicken also auf Compile und Speichern. Und können das jetzt hier erstmal minimieren. Wir öffnen den Mesh Follower. So. Ich werde jetzt erstmal einen Cube hier hinzufügen. Cube, perfekt, weil das hier unser Düsenjet nachher sein soll, ja. Dann werden wir jetzt sagen, Pass, also wieder hier oben Pass eingeben. Und jetzt ist das hier ein PF Pass Follower. So, okay, das hätten wir jetzt gemacht und das war's eigentlich schon. Mehr müssen wir hier gar nicht machen. Wir klicken hier auf Speichern. Und jetzt werden wir richtig, richtig coole Dinge machen, beziehungsweise wir werden noch einen schönen Soundeffekt hinzufügen, damit es einfach cooler klingt, ist ja logisch, Leute. Für euch wäre das hier im Prinzip schon von den Blueprints her abgeschlossen. Ich will auf jeden Fall noch diesen Sound hier drin haben, deswegen füge ich den jetzt einfach mal hinzu. Das ist alles richtig so, wunderbar. Und dann fügen wir das Ganze hier ein. Ich tue es kurz mal auf die andere Bildschirmseite ziehen und jetzt tue ich mal hier den Pass, den Mesh Pass einfügen, okay? So sieht das Ganze aus, also den Mesh-Pass, also den Pass, den ihr dann zeichnen wollt, den zieht ihr jetzt mal hier rein. Und so sieht, wie gesagt, das Ganze aus. Natürlich müssen wir jetzt mal den Soundeffekt noch ein bisschen besser timen, weil ich jetzt gerade so einen Soundeffekt gemacht habe, der schon vorgegeben ist. Also sprich, von dem Timing her und von dem Soundeffekt, wann er rüberzieht und wann nicht. So, ach genau. So, ihr geht jetzt mal zu eurem schönen Pass. Der Pass sieht bei euch so aus, okay? Hier hängt dann normalerweise, ja, hier ist so ein Kreis und dann habt ihr hier diese Strecke, das ist genau wie mit den Splines. Und die könnt ihr jetzt mal so ziehen. Ich ziehe das jetzt einfach mal so. Ihr klickt einfach auf den letzten Kasten und zieht das hier einfach geradeaus raus. Und jetzt sagen manche von euch, ja, aber ich will jetzt ja im Prinzip auch eine Kurve hinbekommen. Kein Problem. Können wir natürlich hier auch erstellen. Will ich jetzt aber nicht erstellen. Denn ich will jetzt hier noch ein Spline machen. Sprich, ihr haltet also die Alt-Taste gedrückt und zieht jetzt einfach das Ganze raus. Wichtig dabei ist, dass ihr den letzten Kasten markiert habt. Ihr drückt also Alt und dann zieht ihr es einfach ganz normal raus. Und schon habt ihr hier einen weiteren Punkt. Jetzt seht ihr hier zwei Punkte. Jetzt könnte ich sagen, okay, ich will noch ein Spline haben, also klicke wieder Alt, ziehe es wieder hier raus, und jetzt seht ihr schon, dass das Ganze sich anfängt zu drehen. So machen wir das Ganze mal. Und jetzt ziehen wir das einfach mal so, dass der Chat oder dieser Cube einfach bis da hinten hinfliegt. Und ich denke, das ist auch schon ganz nice. Wir sehen also jetzt eine Strecke, und jetzt denken manche Leute, okay, aber wie setze ich jetzt mein 3D-Objekt dahin? Ist gar kein Thema. Jetzt werden wir Folgendes machen. Ich gehe jetzt erstmal hier drauf, drücke mal F, damit wir hier hinfliegen. So, und jetzt fügen wir den Mesh Follower ein. Den Mesh-Follower müsst ihr einfach nur irgendwo ein neuer Level reinstellen. Das ist scheißegal, wo das ist. So, ihr habt jetzt den Mesh-Follower und jetzt, wenn ihr hier auf der rechten Seite unter Details guckt, habt ihr, wenn ihr runterscrollt, den PF-Pass-Follower-Component hier eingefügt. Ihr klickt also da drauf und jetzt steht hier Pass-Owner. Pass-Owner ist natürlich diese komische Linie hier und wenn ihr hier oben rechts im World-Outliner guckt, dann seht ihr, dass das Mesh-Pass heißt. Also klicken wir jetzt auf unser wunderbares Blueprint-Actor, dann gehen wir hier auf Pass-Follower.
und sagen hier einfach, ich gebe einfach mal Pass ein und jetzt finden wir hier Mesh Pass und das fügen wir ein und bumm, mein Würfel ist weg und auf einmal gibt es hier ganz komische rote Markierungen, die hier überall sind, die sagen, welche Zeit, welche Geschwindigkeit, in welcher Ort und schon ist mein 3D-Objekt, mein Cube hier oben. Und wenn ich jetzt ganz mal einfach hier hingehe und unter meinem 3D-Objekt sage, also ihr könnt ja mal einfach gucken, was es hier so gibt, Create Speedpoint könnt ihr machen, dass der langsamer oder schneller ist und so weiter und so fort. Aber ich will jetzt einfach die generelle Geschwindigkeit erhöhen und deswegen, Leute, gehe ich auf mein Mesh Pass und jetzt gehen wir mal hier unter Pass und jetzt gucken wir einfach mal, was es hier gibt. Speed Visualization, warte, Draw Config. Ja, ihr könnt hier einiges visuell vor allem einstellen, ihr habt hier die Speed-Kurven und so weiter und so fort, wo ihr auch nochmal das einstellen könnt, aber ich habe mich, glaube ich, geirrt, nee, sorry, wir müssen nochmal zurück in den Mesh Follower, also eurem 3D-Objekt, was fliegen soll, denn da unter Pass Follower könnt ihr ja die Geschwindigkeit einstellen, ich habe das gerade eben übersehen, und meine Geschwindigkeit ist momentan 50, ich stelle das jetzt mal auf 100 ein, 100, und jetzt gucken wir uns das Ganze einfach mal an, Simulate. So. Ihr seht schon, eigentlich müsste der Soundeffekt, also es müsste schneller sein, aber ihr seht, dass das Ganze sich bewegt. Und damit er schneller ist, werde ich das Ganze jetzt mal einstellen, okay? Das bedeutet, ich weiß nicht, ich brauche vermutlich 3 Sekunden bis hierhin, das war jetzt ein bisschen lange. Deswegen werden wir das mal einfach hier einstellen. So Leute, ich habe es hinbekommen, endlich. Die Geschwindigkeit war 9000, die ich einstellen musste für den Chat. Also gehen wir mal auf Vollbild. Ich werde jetzt einfach mal hier hinklatschen oder ich tue was generell mal einfach so vergrößern. Ich habe das Material jetzt rot gefärbt, so rot leuchtend. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Es ist soweit sehr, sehr gut. Ich tue es nochmal kurz von oben zeigen. Hier hat das irgendwie gerade einen Hänger gehabt, da haben wir es falsch eingestellt. Aber insgesamt geht das bei euch richtig klar. Ihr seht schon, es funktioniert hier wunderbar. Warum das jetzt da hinten hängt, weiß ich gerade nicht. Aber das sollte bei euch nicht auftreten. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, noch gerne ein Abo und aktiviert die Glocke, um immer auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. Und ich schätze mal, ihr habt es verstanden, wie das Ganze funktioniert und wie ich das gemacht habe bei Battle of Decay, meinem PC-Spiel, was ich mache mit den Polizeiautos, die da langfahren mit Blaulicht. Das ist nämlich genau mit dem Pass-Follower-Plugin, oder doch, das heißt Pass-Follower-Plugin. Das habe ich damit gemacht, Leute. Und wenn es euch gefallen hat, lasst wie gesagt gerne ein Like und schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr Probleme damit habt oder euch andere Tutorials wünscht. Und damit würde ich mal sagen, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal bei der Sky. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Thank you.